Selbstgemachtes hat Hochkonjunktur, auch hier auf der Badenmesse in Halle 9 und 10. Der neue Themenbereich heißt Inspiration, kreatives Gestalten in der Freizeit. Ganz besonderes Highlight ist das Strickcafé. Bei mir ist Manuela Weikuhn, sie strickt schon ganz eifrig. Sie hatten die Idee, stricken für einen guten Zweck. Für welchen guten Zweck geht es denn dieses Mal? Also wir wollen dieses Mal für die obdachlosen Frauen in Freiburg stricken. Mützen, Loops, Pulswärmer, was eigentlich auch so bei den anderen Menschen Trend ist, haben wir gedacht, das sind kleine Projekte und jeder kann hier eine halbe Stunde stricken, bekommt von der Messe eine Tasse Kaffee und ein Stück Kuchen gesponsert. Ich sponsere die Wolle und die Kunden sponsern ihre Zeit. Und wie sind Sie denn auf die Idee gekommen? Ach, die Idee hatte ich, weil wir ja immer wieder was machen. Wir stricken seit Jahren und unsere Kunden für die Frühchen. Wir stricken für die Tafel, für die größeren Kinder. Und jetzt habe ich gedacht, jetzt suche ich irgendwas anderes. Und da in Freiburg doch viele Leute obdachlos sind und wir auch kalte Winter haben, habe ich gedacht, das machen wir für die. Das kostet nicht viel Geld, kostet nicht viel Zeit, ist schnell vorbei. Und um aufmerksam zu machen, dass es halt auch noch Leute gibt, die kein Geld haben, um sich eine Mütze zu kaufen. Wie ist denn jetzt so die Resonanz der Besucher auf Ihre Idee? Also die Resonanz ist super gut. Wir waren gestern richtig gut ausgebucht hier sozusagen. Es war knallevoll. Wir hatten schon fast gar keinen Platz mehr. Es waren mehr Generationen zum Teil am Stricken. 10-jährige Mädels mit Mutter und 70-jährige Omas. Und ein Mann hat sogar gestrickt und die Leute sind total begeistert. Es ist ja auch eine tolle Aktion. Wie läuft es jetzt weiter? Die gestrickten Sachen, werden die dann verkauft? Oder können die Leute, die hier mitstricken, ihr selbst gestrickt das erwerben oder wie kommt dann das Geld zu den Obdachlosen? Also das wird kein Geld für die Obdachlosen. Ich habe hier schon ein paar Projekte, die schon fertig sind, Mützen und solche Sachen. Die werden dann am Sonntag abgeholt von der Frau Ott, meines Wissens. Die ist die die Organisatorin für diese Geschichte und die werden verteilt, da wird nichts verkauft. Die Sachen werden direkt an die obdachlosen Frauen weitergegeben, ohne dass die was bezahlen müssen. Sie haben vorhin erwähnt, Sie haben ja auch einen Laden in Freiburg, Nadel und Faden. Ja. Dort machen Sie auch diese Strickaktionen? Wir machen auch Strickaktionen dort. Wir haben auch so Treffen für die Leute, die stricken lernen wollen, die Fragen haben, machen wir so Strick-Events, Nächte oder Samstagnachmittage oder unter der Woche mal. Und wir haben da auch immer Wolle, die wir sponsern für Kindergärten und für Schulen, um einfach auch auf diese Schiene aufmerksam zu machen. Es gibt Kinder, die haben kein Geld, da sponsern wir auch Wolle immer wieder, nur die Wolle. Und wie kann man sich informieren als jetzt Interessierter, der sagt, ich möchte auch gern mal mitmachen, wann denn diese Tage oder Abenden sind, wo Sie stricken? Gibt es eine Internetseite? Einfach bei uns anrufen. Wir haben zwar eine Internetseite, aber man kann immer per E-Mail nachfragen, weil manchmal sind die Events ganz kurzfristig oder sind auch mal ausgebucht. Einfach per E-Mail unter info@nadel-faden.de. mailen, kriegt immer eine Antwort. Okay, also wer für einen guten Zweck stricken möchte, Nadel und Faden heißt das Geschäft in Freiburg. Und ja, ich wünsche Ihnen ganz, ganz viel Erfolg und noch ganz, ganz viele Strickware. Herzlichen Dank. Dankeschön fürs Interview. Schönen Tag. Tschüss. Freiburger Messe TV. Freiburger Messe TV. Immer aktuell informiert.